Willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Feuerrot Edition mit mir, Enogard. Und in der letzten Aufnahme haben wir Koga besiegt. Und ich kündige direkt an, wie ich nehme nicht sehr lange auf, weil ich nicht sehr lange aufnehmen kann. Ich nehme auch nur für heute auf, extra für den Dienstag habe ich das nochmal angeschaltet. Weil ich danach lange, lange keine Zeit habe und weg bin. Ja. Ist blöd, ist aber so. Weil, ich habe ja jetzt noch Literaturkurs, Proben und alles mögliche und das ist dann erst nächsten Donnerstag vorbei. Und übers Wochenende bin ich weg auf der deutschen Meisterschaft im Pokémon-Sammelkartenspiel. Und danach bin ich in Kroatien und dann bin ich halt nicht mehr da, ne? Logisch. Und wir wollten unser Pokémon heilen, weil wir hatten gerade eben gekämpft. So, dann wisst ihr schon mal Bescheid, vor dem 24. kommt keine neue Folge. Also ist jetzt heute so letzte Folge vom großen Sturm. Vielleicht nehme ich auch 20 Minuten, vielleicht auf, vielleicht. ja, was könnten wir machen in der Zwischenzeit? Wir könnten uns versuchen, durch die Safari-Zone zu kämpfen. Das ist eine gute Idee, weil wir müssen da rein, um was rauszuholen. Ja, so einfach ist das. Ja, hallo. Ja, für 500 Pokémon oder ist mir egal. Gib mir einfach die Buckewelle und ich darf da rein. Ja. Klar. So. So. Ich habe keine Ahnung, wie es hier durchgeht. Ich wette, wir werden es nicht beim ersten Anlauf schaffen. So wie ich es nie beim ersten Anlauf schaffe. Kampf! Und es ist ein Dodo-Ball. Wir werfen einfach mal einen Ball. Vielleicht fangen wir es ja. So voll zufälligerweise. Haben wir sicher gut gefangen. Also, das war sehr souverän, wie wir das gemeistert haben. Und weiter geht's. Ich glaube, hier geht's lang. Ah, hier liegt auf jeden Fall ein Item. Top-Genesung. Ja. Das nennt man Schritte verschwenden. Kampf! Und es ist ein... ein Ovai! Werfen wir einen Ball drauf. Fangen wir die Eier mit einem Ball? Die große Frage. Nein, tun wir nicht. Tja. Und das wilde Ovai floh auch. Sehr souverän gelöst. Und wir sind in der nächsten Zone. Ich glaube, wir müssen hier nach links und dann nach hier, dann nach da und dann hier runter. Mhm. Dann müssen wir den Pokéball hier aufsammeln. Und Top-Beleber haben wir gefunden. Yeah. Da müssen wir hin, ne? Nee, doch. Da müssen wir hin. Okay, dann sind wir hier falsch. Müssen wir wieder nach oben. Ich habe so einen kleinen Plan, wo wir hin müssen, so langsam. Wir müssen hier nach links. Kampf! Und, es ist ein Umort. Umort! Ball werfen wir drauf, so wie die ganze Zeit auch schon. Und fangen wir es. Wir fangen es nicht. Also wir haben kein großes Fangglück, glaube ich, Leute. Das liegt alles nur an euch. Stahlflügel gefunden. Eine sehr gute Attacke. Das können wir vielleicht unserem Porenta beibringen. Das ist eine gute physische Attacke eigentlich. Ein Rehorn. Das entwickelt sich zu Rizeros. Wenn wir es fangen würden und es entwickeln würden. Und wir fangen es aber leider nicht. Und es flieht. Nein, es beobachtet als aufmerksam. Ja, ich wollte gar keinen Ball werfen, aber wir tun es einfach trotzdem. Mhm, eins, zwei. Nein, das war knapp. Oho, oho. Wird das jetzt ein drittes und dann fangen wir es und? Es wird ein... One, two, three, catch! Wir haben ein Rehorn gefangen. Wir sind so gut. Ja, okay. Rehorn, stark aber nicht allzu klug, kann dieses Pokémon sogar Hochhäuser mit seinem Tackle-Angriff zum Einschutz bringen. So, das war souverän gesprochen, überhaupt nicht versprochen. Ja.
So, Protein gefunden. Das können wir gleich unserem Rehorn geben, weil er das unbedingt nötig hat. Ja, genau. Der wird zwar vielleicht schlecht. So, und damit haben wir es auch schon geschafft. Die brauchen wir unbedingt. Das ist nämlich die Goldzähne. Ja, die sucht nämlich jemand, aber das wisst ihr nicht. Und hier haben wir Beleber. Nee, Doppelteam. Aber ist ja fast ein Beleber. Aber hier haben wir einen Beleber. Da. Beleber. Ja, hier ist doch ein Beleber. Hier war immer ein Beleber. Na egal. Gehen wir hier rein. Und was sehen wir? Ein Computer. Es sind nur komplizierte Worte und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Ja, dann guck dir das Display doch weiter an. Los, guck dir das Display an. Ja, dann halt nicht. Ah, endlich! Du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemals würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Wir erhalten VM3. VM3 ist Surfer. Lern dein Pokémon diese Technik, dann kann es sich über das Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese VM benutzen kannst, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Du bist ein Glückspilz, ja. Und weil wir so ein Glückspilz sind, setzen wir die auch... Ah, wir haben noch 100 Schritte. Setzen wir diese VM direkt ein. Und zwar ist das Surfer. Und das bringen wir Waldemar bei. Waldemar kann irgendwie alles lernen. Nein, wir bringen es Auro bei. Ja. Welche Attacke soll es vergessen? Heuler. Braucht es eh nicht. 1, 2, schwupp. Auro vergaß Heuler und Maschine bereit. Auro erlernt Surfer. Ja, das war's. Voll atemberaubend. Wollen wir hier jetzt gehen? Ja. Ja, die Jagd war sehr erfolgreich. Wir haben einen Rehorn gefangen. Ja, deswegen waren wir hier. Wir wollten eigentlich nur das Rehorn, weil das Rehorn brauchen wir, um uns ein ganz gutes Pokémon zu ertauschen. Und zwar Arceus. Was es hier noch gar nicht gibt, aber egal. Da drin müssen wir jetzt hin. Oh. Ananas, gib dem Wärter die Goldzähne. Der Wärter setzt das Gebiss ein. Ich spreche ihn trotzdem ohne Gebiss. Danke, niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. VM4. Was ist denn das? VM4 ist Stärke. Damit sie ein Pokémon Felsmaschinen, auch wenn sie nicht kämpfen. Hast du das geheime Haus in der Safari-Spawner gefunden? Nein, das war nur direkt daneben. Ja. Wir wollen uns das Sonderbonbon natürlich holen, aber dafür müssen wir vorher einem Pokémon Stärke beibringen. Dem springen wir Stärke bei. Nein, warum kann ich die Polente das lernen? Ja, dann lernt es wohl Waldemar. Waldemar versucht Stärke zu lernen, aber das geht halt nicht, ja. Was machst du? Was willst du machen? Ja, was will ich machen? Gena, oder? Gena baue ich eh nicht. Ja, ich glaube, wir vergessen Gena. Nur noch 5 Minuten muss ich durchhalten. Und Waldemar vergisst Gena. Und Maschine bereit. Bling. Waldemar erlernt Stärke. Und weg. Und jetzt können wir Stärke einsetzen. Jetzt sind wir stark. Ah! Und das war's. Sonderbonbon. So, sollen wir die nächste Arena schon versuchen anzugehen? Ja. Genau. Wollen wir versuchen, die nächste Arena anzugehen. Ich glaube, das könnte unser Auro ganz gut schaffen. Mhm. Ach nee. Wir können die nächste Arena noch gar nicht betreten. Denn jetzt geht es nach Saffronia City. Wir könnten hier eigentlich jetzt über den... Wir könnten hier jetzt mega-mega-über-mega-haft halt einfach nur unser Rosanna in die Höhe pushen und es stärker als Arcani machen, was es eh schon ist. Was eh jedes Pokémon hier ist. Ich glaube, wir sollten mal unser Purenta wieder trainieren. Glaube ich mal so. So, rein objektiv. Ha! Achso, ha, er hält ein Nickerchen. Ja.
Disco. Hey, Balk! Was machst du hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich dachte mir mal, hier, das ist so ein Hochhaus. Da steht ein Team Rocket Mensch vor, garantiert von Team Rocket besetzt, deswegen muss ich es von euch befreien. Ha, und wie du siehst, hatte ich recht. Fliegen gegen ein Golbat! Was du bist, Khan. Ja, machen wir einen Fliegenangriff. Und es ist noch nicht besiegt, aber Biss macht auch kaum Schaden. Noch einmal fliegen und... Biss macht aber auch kaum Schaden. Und fliegen! Und es ist weg. Kaputt. Ja. So sieht's aus, Leute. Level up übrigens für unsere Polente. Ah ja. Egal, es ist eh schon gut. Es kann ja nicht noch besser werden. So. Jetzt müssen wir gegen Zubat kämpfen. Fliegen. Fliegen. Es war das Zubat mit einem Schlag K.O. Wenn es getroffen hätte. Egal, Akani hätte auch nicht getroffen. Fliegen! Haha, triff's nicht. Fliegen macht es K.O. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Und wir setzen nochmal ein Zubat gegen uns eingesetzt werden tun. Werden. Fliegen! Triff's nicht. Und wir fliegen nochmal. Yeah. Mann, das ist so atemberaubend spektakulär. Wir werden übrigens alle 10 Etagen... Oh, ich hab gespoilert. Alle 10 Etagen hier säubern. Ihr dürft also freuen auf viele Zubats. Und Zubats. Und noch mehr Zubats. Die alle nicht treffen. Und unser Puenta, was dann Level 60 erreicht hat am Ende. Ich übertreibe überhaupt nicht gerade. Oh, ein Radikal. Ein Radikal. Ja. Ein Radikal halt. Fliegen und ist es nicht besiegt. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich glaube, ich bringe dem Puenta Stahlflügel bei. Wäre aber doof, wenn es nachher von alleine Stahlflügel lernt. Soll ich dem Stahlflügel... Ich meine... Ja, ich glaube nicht, dass es von alleine lernt. Wir bringen ihm jetzt Stahlflügel bei und damit hat sie es einfach. Außer es lernt es jetzt. Schwertanz! Okay, wir bringen ihm das auf jeden Fall bei. Ja, du hast eine Attacke vergessen. Nein, warum kannst du zerschneiden, du blödes Puenta? Dann müssen wir Zornklinge verlernen, ne? Aber Zornklinge ist auch nicht so gut, wenn wir schon Schwertanz haben, weil Schwertanz hebt Zornklinge 3000-fach wieder auf. Ja, machen wir einfach. Das wird ein Schub. Puenta, Zornklinge vergessen und allein Schwertanz. Lassen wir hier die Schwerter tanzen. Ich bin ein Versager. Gut erkannt. Dieses Cone aus Team Rocket werden demnächst fusionieren. Aha, das interessiert mich, deswegen drehe ich mich weg. Und wir lernen. VMTM-Box. Stahlflügel. Bringen wir Polente bei. Ja, es soll eine Attacke verlernen. Und zwar... Schnabel. 1, 2. Schupp. Puenta vergaß Schnabel. Und... Maschine bereit. Bling. Puenta erlernt Stahlflügel. Ja, Leute. Jetzt habt ihr eh schon alle verloren, weil jetzt unser Puenta übergut ist. Hey, du hast hier nichts verloren. Doch, meine Kontaktlinsen. Ja. Und ohne die gehe ich hier nicht mehr raus. Und ich wette, dies ist bei eurem Boss, weil er hat die geklaut. Gefunden, meinte ich, und dann da hochgehoben. Weil er ganz freundlich ist. Stahlflügel! Pling, pling! Pschsch, pschsch.
Das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Fliegen. Ja. Triff dich, liebes Trakosu. Fliegen. Silberblick. Tja, ich kann Goldblick. Okay, gut. Weiter geht's. Wir haben's besiegt. Und jetzt kommt ein mega, super, starkes, überpowered, leveltes Zubat. Ich überlege gerade. Eigentlich war das Dummschnabel zu verlernen, oder? Nee, ach egal. Machen wir Stahlflügel. Jetzt können wir auch gegen Gesteins-Pokémon volle Kanne durchbashen. Aber nicht gegen Zubats. Wenn sie zu stark sind, oder zu schwach sind eigentlich. Und nur daran liegt, dass wir unterlevelt sind, mittlerweile mit dem Pokémon. Ja. Das ist hart. Verloren. Ja, sehr hart. Die diamantförmigen Felder sind Teleporter. Eine Art High-Tech-Transportsystem. Ja, für ganz Dumme nochmal erklärt. Oh, ein Kämpfer. Hau ab! Du hast keinen Zutritt. Und du kommst hier nicht vorbei. Wetten das doch. Du kannst mich mit deiner Säure da... Ist das eine Säure oder eine alkalische Lösung? Kommt auf den Indikator an, glaube ich, wieder. Wir sind definitiv sehr gut gegen das Pokémon geeignet, gegen ein Magnetillo. Deswegen setzen wir dagegen ein Elisabeth ein. So, Elisa, bete doch mal für uns. Okay, und weiter geht's mit Flammenrad. Ich könnte mittlerweile aufhören aufzunehmen, aber mache ich noch nicht. Yeah, wir haben's besiegt. Juhu, Voltubal. Nö, das haben wir schon drin. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch in dieser Aufnahme, in dieser Folge, das komplette Silph-Co. fertig. Witz, komm raus. Wobei, das wäre garantiert mal ein Special, das komplette Silph-Co. In einem durch. Aber komplett, das... Okay, komplett wäre extrem viel, weil hier kommen ja zwei Bosskämpfe. Hohoho, Spoiler, zwei Bosskämpfe. Da kommt noch jemand. Außer Team Rocket Boss. Okay, ich habe schon genug gespoilert. Weil hier gibt's ganz böse Gegner. Orlando Blum haben wir besiegt. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin aber ein Fink. Ja, ich bin so flink wie ein Fink, haha. Aber findest du auch durch dieses Labyrinth? Ja, siehst du, schon Ende. Das war eine Sackgasse, Mist. Ein schönes Bild eines Pokémon. Es scheint sich wohl zu fühlen. Ja. Sehr weise. Soll ich das jetzt wirklich alles in einem durchmachen? Ich bin ja echt dazu geneigt, das zu machen. Aber ich glaube nachher das zu rendern, das wird... Ich glaube zu rendern wird das voll blöd dann nachher in einer Folge. In einer riesen Expansion-Folge. Nee, ich glaube, das wäre dumm. Aber vielleicht mache ich ja hier doch länger. Ich mache vielleicht noch 10 Minuten. Ja. Jetzt haben wir aus Versehen das Silph-Co. verlassen. So. Pokémon heilen. Wie eh und je. Und dann geht's in die nächste Etage. Das hat sich irgendwo gereimt. Irgendwo. Aber auch nur. Und mir fallen überhaupt keine Themen mehr ein, worüber ich gerade reden könnte. Das ist voll doof. Weil das merkt man vielleicht, weil ich so viel mitsumme, weil ich keine Ahnung habe, was ich labern soll. Das ist doof. Jo. So ist das. Sackgasse? Sackgasse. Ein schönes Bild eines Pokémon. Es scheint sich wohl zu fühlen.
Ein schönes Bild eines Pokémon. Es scheint sich wohl zu fühlen. Hör endlich auf und zu nerven! Gesundheit. Tue ich aber nicht. Ja. Dagegen kannst du nun radikal einsetzen, ne? Da fehlen dir mal wieder die Worte. Fliegen. Ja, Rucksack ist unfair. Das ist ein Cheater-Angriff. Den darfst du nur einsetzen, während ich gerade am Fliegen bin. Oh, du bist ja eh schneller als ich. Hm. Wir haben es besiegt. Das war klar. Das war so klar. Das war voll unerwartet. Und wir haben ein Level Up. Ja. Oh, ein gutes Level Up sogar. Finde ich. No. Nein, wir werden uns Pokémon nicht wechseln. Weil ich habe gehört, das hat eine hohe Spezialverteidigung und nur eine geringe Verteidigung. Fliegen! Kopf! Los, geht da geben! Aber wir treffen! Ja, besiegt, war offensichtlich. Bei Poenta kann man sich wenigstens auf Volltreffer verlassen. Ja, so sieht's aus. Guten Schlag, guten Schlag. Fliegen. Fliegen. Verschneiden. Muss dich zerhackstückeln. Guck mal, ich hab einen Schwanz von Radikal. Haha. Okay. Also, die Route von Radikal. Ich gebe auf. Ja. Ein Tipp. Du brauchst einen Türöffner. Ja, die brauchen wir, um diese Türen hier zu öffnen. Oh, nein, ich habe gespielt, wofür man einen Türöffner braucht. Ich arbeite für die Silfco. Was soll ich bloß machen? Fusionier doch einfach. Dann fusionierst du zusammen mit dem herbeirufenden Totenkopf und dem blauäugigen roten Drachen zu dem Totenkopfdrachen. Ja. So sieht's aus. Es sind nur es ist nur Let's Play, also okay. Folterknecht! Nein! Der Let's Player foltert seine anderen Eindringling gesichtet! Eindringling gesichtet! Mhm, und wo? Ich finde keinen hier. Ich sehe euch nur. Ah, ihr seid die Eindringlinge in Silfco, ne? Ah, ja. Ein Rettan. Ich habe mal das rückwärts gelesen, das heißt dann Matter. Hätte ich nie gedacht, ne? Steht nur unter jedem Trivia in diversen Wikipedia-Seiten von Pokémon. Ha. Level Up übrigens. Und wir sind wieder im grünen Bereich. Und es ist ein schlechtes Level Up. Schlecht! Es kommt ein Zubat. Jetzt besiegen jetzt ein Zubat, ein Zubat, ein Zubat, Zubat, Zubat. Mit Stahlflügel. Ja, definitiv besiegt. Nein! Ja, jetzt sind wir besiegt, ne? Zerschneide das! Ich will die Beinflügel von Zubat! Na toll, hast die Beinflügel auch noch zerschnitten, das war nicht sehr schön. Das ganze Blut, naja, egal. Das können wir dem Händler andrehen. Vielleicht. Nein, wir sind ja immer noch verwirrt. Ha, aber wir fliegen die Luft. Was gar nichts heißt. Könnte das nächste Runde immer noch verwirrt sein, ne? Nein! Das ist gemein. Egal. Fliegen. Willst du mich verarschen? Das kann doch langsam weggehen, die Verwirrung. Die Verwirrung muss langsam weggehen, das sind schon 5 Runden. Brenta, das schaffst du! Ja, das schaffst du auch. Es war so offensichtlich, ich habe keinen Moment daran gezweifelt, dass Purenta das noch schaffen würde. Nein, habe ich auch nicht. Ja, es war klar, dass du es besiegt. Das war sonnenklar. Klar wie die Sonne. Weil man kann voll durch die Sonne durchgucken. Wer oder was bist du? Ich bin der Eindringlinge, der die Eindringlinge geeindringlingt hat. Hat aber nichts mit Drillingen zu tun.
Ich muss den Boss im 10. Stock fahren. Oh, er hat gespoilert, er hat gesagt, es gibt hier 10 Stockwerke. Ha! Er hat gespoilert, nicht ich. Egal. Wir gehen hier runter. Wir gehen hier runter. Wir gehen hier runter. Wir gehen hier nicht mehr runter. Es wäre echt mal lustig, wenn die hier auch noch einen Keller gehabt hätten. Aber ich glaube, auch es fände es lustig doch. Dude. La 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 la. Ins Pokémon Center. Und da müssen wir wohl mal heilen. Ding, 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 ding. Ja, geheilt. Es kann in die Länge ziehen. Weiter geht's. Hier runtergehen. Nach links. Oh, ein Gegner. Das Team Rocket hat die Kontrolle über Zeus Co. übernommen. Glaub ich dir nicht. Ich glaube, ich werde die Kontrolle über Team Rocket übernehmen. Ja. Ich nick gerade mit dem Kopf. Mit offenem Mund. So. So, jetzt können wir uns wieder aufs Let's Play konzentrieren, wo wir einmal Hollow besiegt haben. Eine überragende Leistung war das. Jetzt kommt ein Traumato. Traumato, 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 Traumato. Mit Fliegen besiegen wir das. Also ganz einfach mit Fliegen zu besiegen. Weil seine Attacken daneben gehen, aber unsere nie. Ja. Ja, das war vorberechnet, weil ich wollte dem noch eine Chance lassen, mich eventuell mit einem Super Crit Hit zu treffen. Ah, fast ein Level Up sogar. Arg! Ja, echt arg. Arg arm. Auf diesen Moment hat der Boss sehr lang gewartet. Wieso wartet dein Boss darauf, dass du besiegt wirst? Ich wollte mir darüber Gedanken machen, ernsthaft. Naja, egal. Gehen wir in die 4. Etage. Wir nähern uns dem Boss. Wen haben wir denn hier? Oh. Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt. Nö. Ey, voll asozial. Mir egal. Yeah, wir besiegen das Hypno mit Fliegen. Ey, Hypno, bist du hip? Und du sagst dann, no! Das war die Lachpause. Okay, und weiter geht's mit schlechten Witzen. Zerschneider geht daneben. Wieso geht Zerschneider daneben? Wie kannst du einen Massaker nicht anrichten? Oder nicht daneben? Moment mal, weil Zerschneider daneben geht. Kannst du nicht eventuell den Trainer treffen und dann geht der Arm dann so ab? Das wäre mal eine Funktion, die sollte Pokémon echt mal einbauen. Das wäre garantiert lustig. Und nicht mehr jugendfrei. Haha. Da können wir daraus ein Killerspiel machen. Warum hustest du denn? Da fällt mir ein. Smogon entwickelt sich zu Smogmog. Wow. Und darum hustest du. Du hast gar keinen Smogmog oder Smogon eingesetzt. Nur mal so, falls du das vergessen hast. Ein Pokémon-Bericht. Einige Pokémon entwickeln sich erst beim Tausch. Oh. Ja, Let's Play mal wieder. Wieso gucken hier alle Let's Play statt zu arbeiten? Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 350 Pokémon-Kampftechniken. Oh. Ein Artikel über Pokémon. Porygon. Warte. Porygon Pokémon Labor zeigt virtuelles Pokémon. Da stand alles in Großbuchstaben da, das musste ich schreien. Kennst du? Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Die Tür war offen. Ja. So ist auch Team Rocket übrigens reingekommen. Bob, ja. Bob, so war das, Bob. Und dein Kadabra kann ja nicht mal Kadabra. Wir machen es mit Fliegen platt.
Genesung ist super intelligent in der ersten Runde einzusetzen, wenn du schneller bist als mein Porenpaar. Ja. Fliege ihn, beam tot. Tja, ich hab dein Avada Kedavra Fluch gestoppt und gespiegelt mit meinem, Aveda Kadabra Spruch. Ja. Egal. Und jetzt kommt nicht Pantimos. Pantimos! Lichtschild, Lichtschild. Nein! Warum bist du Reflektor ein, du blödes, blödes Pantimos? Zauberblatt. Ist nicht sehr effektiv. Schwerttanz. Wir lassen die Schwerter tanzen. Wir lassen die Schwerter tanzen. Der Angriff steckt dabei sehr stark. No! Ich fühle mich hier gerade ernsthaft verarscht. Woher will der bitte schon wissen, dass ich genau da Schwerttanz einsetze? Also unser Pokémon würde Pantimos mit einem Schlag K.O. schlagen. Wenn wir denn immer angreifen könnten! Ja, super. Oh, kann nicht mehr erhöht werden. Weh, du machst mich jetzt tot. Ich hasse dich, Pantimos! Dafür kann aber Porenta nichts. Zugabe ist eh unfair. Dagegen hätte auch Elisabeth alt ausgesehen. Jetzt kommt unser Waldemar und macht sich bald mit einem Wahlkampf. Los! Werdet irre oder Wahlkampf! Gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Nein! Das Kind hat mich besiegt. Oh. Es ist ein weiter Weg zum Boss. Du bist hier erst im vierten Stock. Echt? Ja. Also, wir sind hier erst im vierten Stock. Dritter Stock. Oh, wir sind nur im zweiten. Oh, nur im ersten. Oh, im nullten. Oh. Ja. Und wie hier die anderen Stockwerke aussehen, wisst ihr, das erfahrt ihr nur, wenn ihr die anderen Folgen guckt, weil ich jetzt Ende mache. Ha. Ja. Ich mache jetzt Ende. Ich werde meine Pokémon jetzt noch heilen. Und dann speichere ich das Spiel. Und ich hoffe, diese super rapide, schnell unvorbereitete, super halbe lange Folge hat euch Spaß gemacht, Freude bereitet und ihr könnt jetzt eventuell drei Wochen ohne mich auskommen. Das sind nur drei Wochen. Ihr müsst drei Wochen ohne mich auskommen. Eventuell kommt sporadisch mal eine Folge so zwischendurch, falls ich in Kroatien, hahaha, als ob ich in Kroatien auf der Kursfahrt Zeit finde, eine Folge aufzunehmen, weil ich da nichts Besseres zu tun habe. Egal, sollte ich da Zeit und Lust haben und nichts Besseres zu tun haben, dann mache ich das eventuell. Und daher verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat es das gefallen. Kommentiert einfach mal irgendwas, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Ja. Und wann halt sporadisch jetzt alles kommt, ne? Ihr müsst dann regelmäßig auf meinen Kanal gucken. Ja, geht nicht anders. Deswegen werde ich jetzt auch hinschreiben bei dem Terminplan da. Dingens. Beim Terminplan werde ich hinschreiben, bis planmäßig kommt bis zum 24.06. keine neue Let's Play-Folge. Ja. So sieht's aus. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, euer Enogard. Ciao.